Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und heute haben wir die Spieler-SBC mit Hussein Awar. Ich glaube, das ist so richtig ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiert mich gerne. Ansonsten schauen wir uns natürlich den Spieler an und gehen gemeinsam in seine SBC-Lösung. Die Karte kostet euch aktuell ca. 120 bis 125.000 Coins und ja, hat einen Wechsel auf die Stürmerposition bekommen. Er ist normal, glaube ich, eher defensiv. Ja, ist ein ZM-Spieler, das heißt natürlich 6er, 8er kann man spielen, aber an sich ist seine Goldspielerkarte uninteressant. Da wir jetzt die Foot Freeze-Karte haben, sieht das wiederum ganz anders aus. So sieht er aus, Spezialbewegung 4 Sterne und schwacher Fuß auch 4 Sterne. Das heißt, er hat tatsächlich einen Upgrade-Stern bekommen auf den schwachen Fuß. Dort hat er in seiner Goldspieler-Version nur 3 Sterne. Ansonsten 86 bewertet und für den Preis einen Stürmer, einen Franzose zu bekommen in der Ligue 1, ja, ich finde es preis-leistungsmäßig auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und dann schauen wir nochmal, ob er ein paar Trades hat, und wenn er das hat, ist es vielleicht sogar für mich ein Pflichtkauf, aber ich warte nochmal ein bisschen. Ligue 1 Uber Eats, also erste französische Liga, Franzose lässt sich da ja auch ligenübergreifend sehr gut verlinken. Tempo bringt da viel mit, 87, Antritt 89, Sprintgeschwindigkeit 85, ist in Ordnung. Gibt man noch einen Hunter drauf, eventuell, gerade auf der Position, und dann ist das Ding durch, wirklich. Also kann man nicht viel falsch machen mit, auch Dribblingwerte sind hervorragend, 86, 87, klar, könnte immer ein bisschen besser sein. Aber overall, auf den ersten Blick, wenn man sich alles anschaut, fast alles grün, abgesehen jetzt ein bisschen in der Verteidigung. Und eine Physis bei der Sprungkraft, aber das ist auch ein bisschen auf seine Körpergröße geschuldet. Beziehungsweise, ja, natürlich kann er hoch springen, aber das tut er nicht. Und was kommt denn da hervor? Wir haben angeschnittenen Schuss und Flair und noch einen Außenrissschuss. Oh, 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 das ist gut. Also das ist mal richtig, wirklich, also ist no joke, das ist richtig gut. Also der bringt die gewünschten Trades auf dieser Position mit und ich überlege tatsächlich, den Spieler mitzunehmen. Der sieht richtig gut aus. Ansonsten, was kann man noch dazu sagen? Abgesehen davon, dass es eine ziemlich kranke Karte ist für den Preis. Ja, wie lange haben wir dafür Zeit und was erwartet uns in der SBC? Das sehen wir jetzt. Wir haben hier, wir benötigen folgende Bedingungen. Ein League A-Spieler, eine Teamgesamtbewertung von 85, eine Teamchemie von 80 wird vorausgesetzt und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 5 Tage nach Release Zeit, um diese SBC abzuschließen. Und das ganze Team könnt ihr 1:1 nachkaufen, also komplett ohne Kopfschmerzen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Aber genug geredet, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir diese SBC gelöst. Ich werde sie vermutlich auch die Tage abschließen. Ich habe ja ein bisschen Zeit, ja, jetzt nicht vorm PC zu hängen, aber über die Web-App. Ich mache mir immer hier so, gerade Donnerstag vielleicht zu den Rewards, habe ich die auf jeden Fall auf der Snipe-Liste, dass ich mir die günstig ersnipen kann, wenn die ganzen Belohnungen rauskommen. Und dann habe ich mir, ich denke mal, relativ günstig diesen Spieler eingesagt, so für ca. 100.000 Coins, wenn man noch ein bisschen geduldig ist. Ansonsten, ich suche mal wirklich jetzt noch irgendwie, hat der überhaupt eine Schwachstelle? Arbeitsraten hoch, mittel, starken Rechtsfuß. Ja, kann natürlich auch Linksfuß sein, ist in dem Fall egal. Spezialbewegung 4 Sterne, schwacher Fuß 4 Sterne. Gut, könnte natürlich auch 5 Sterne sein, aber für den Preis, kurzer Pass 90. Sogar einen langen Pass hat er auf der Position. Und da bringt er die Trades mit. Die sind ja wirklich gerade für ihn geschmiedet worden. Hat er die endlich auch normal auf seiner normalen Karte? Ja, hat er tatsächlich. Schöne Karte. Muss man einfach mal so sagen, ist eine schöne Karte. Kann man mitnehmen. Also normal gebe ich keine Empfehlung ab. Wer aber Ligue 1 spielt und oder wer Franzosen in sein Team gut einbauen kann,
ist hiermit auf jeden Fall sehr gut bedient und wird damit sicherlich seine Freude haben. Aber geduldet euch auf jeden Fall noch ein bisschen zu den Rewards und macht die noch ein bisschen günstiger. Ja. Wir haben ja keine Coins zum Verschenken. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen, immer kurz und knapp. So, mögt ihr das und wenn es das getan hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige SBCs nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. Ja, das ist, wie gesagt, komplett kostenfrei, tut nicht weh und motiviert mich auf jeden Fall weiterzumachen. Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.